Das andere wäre sicher wieder eine doppelte oder dreifache gewesen. Giftzahn, sehr schön. Genau das, was ich brauche. Jetzt habe ich zwei Giftzähne, mir fehlt noch eine Krötenwarze und dann halt die anderen Viechers. Ja, dann gehen wir halt zum Bauernhof. Vielleicht können wir dort ja was kaufen. Nö. Kein Gegengift für uns. Ich meine, wir können ja vor den Schlangen einfach speichern und wenn die uns vergiften, dann laden wir es wieder fertig. Das wäre so meine erste Lösung. Wow, Critical, finde ich schön. Schon zwei Krötenwarzen. Warte mal, gibt mir der immer eine Krötenwarze und kommt der eigentlich immer wieder? Wenn ich die Map neu lade. Jetzt bin ich gespannt. Nö. Also er kommt immer wieder, aber gibt mir nicht immer eine Krötenwarze. Und du bist der Zweier, oder? Ja. Ja, dann können wir insofern immerhin mal einen Einser einfach abernten, weil dann kriegen wir weniger Schaden gedrückt. Theoretisch. Gerade am Anfang vom Spiel, wo man noch nicht so viel hat, könnte das durchaus eine Möglichkeit sein, das ein bisschen zu cheesen. Bitte zu cheaten hier. Ich meine, warum nicht? Gerade wenn der auch, was wollen wir mal, zu blöd zum Treffen ist. Zu blöd zum Treffen ist. Ich meine, hier hat man dafür natürlich die Möglichkeit, zwei zu bekommen, klar. Aber man steckt halt auch mehr Schaden ein. Und das andere dauert dafür halt länger, raus und wieder reinzugehen. Aber ich habe immer einen Einser. Es kann mich halt nur einer in einer Runde angreifen und man kriegt die ja nicht in einer Runde kaputt. Also tendenziell kriegen wir bei diesem Einser hier einfach weniger Schaden. Fertig. Wie viel habe ich jetzt? 5 und ich brauche glaube ich 7, ne? Sieben. Ja. Und dann halt zwei Giftzähne. Mhm. Dann gib her, gib her. Dedede, einfach entern, ja. Okay, jetzt haben wir glaube ich 6. Jetzt gehe ich mal weiter, aber vorher saven. So. Oh nein, lass mich fliegen kommen. Nö, gegen 30 nicht ein. Gegen 30, jetzt so wie der drauf ist, nicht ein. Und ich habe sie wieder mal einfach nicht zählen können, weil die einfach zu klein sind. Nö. Okay, den habe ich jetzt gerade so gesehen, den Frosch. Nein, an sich ja okay. Ich bin ja schon froh, dass es keine unsichtbaren Gegner sind. Aber gerade auch, wenn ich später auch noch vergiftet werde und einfach nichts dagegen machen kann. Siehst du aber den Treffer nicht ein. Oh, okay. Hält etwas in der Hand. Gegengift. Ja, schön. Now we are talking. Okay. Cool. Das ist eine Schlange. Okay. Da ist auch eine Schlange. Und wir kommen hier runter. Bringt uns aber nicht allzu viel. Schade. Dann halt nicht. Es sei denn, wir können das Kraut von der Wand pflücken. Das muss uns doch irgendwas bringen. Nö, scheinbar nicht. Okay. Hier sind jetzt die Schatten von den Bäumen wieder von oben links. Genauso wie das Ding hier. Wobei dieser Schatten hier ein bisschen arg eckig ist. Aber ja, hier passt es wieder. Bis zu diesen Bäumen hier dann wieder. Eieieiei.
Die haben auch wieder gegenläufige Baumschatten. Hier muss ich jetzt wieder mit den Kröten aufpassen. Ach, hier geht's auch wieder hoch. Ah, guck mal, da haben wir zwei Schlangen. Saven. Ich meine, wir haben zwar Gegengifte, aber ich will es eigentlich nicht unbedingt nutzen, wenn es nicht nötig ist. Und ich hoffe einfach, dass der nicht misst. Sie misst, das ist schon mal gut. Oh nein, komm, lass mich wenigstens hier... Ich meine, ich habe ja jetzt Gegengifte, ist ja okay. Ach, er ist nicht mal vergiftet. Ach, hat sie nicht getroffen, oder wie? Oder wurde er halt zumindest nicht vergiftet, wenigstens? Habe ich wenigstens... Ich habe keinen Giftzahn... keinen Giftzahn bekommen. Der ist doch doof. Das sind schon wieder zwei. Und ich habe nur zwei Gegengift. Drei Gegengift, aber ja. Wenn ich wenigstens Zahn bekommen hätte... Probieren wir es nochmal. Es ist halt wirklich gerade stumpfes Getue. Jetzt haben wir einen Bomben und Gegengift, aber vielleicht bekommen wir auch einen Zahn. Ja. Müssen die einen vergiften, dass man einen Giftzahn bekommt? Ich glaube nicht, das ist einfach nur blöder Zufall gewesen. Das oben ist eine Zweierschlange, die greife ich jetzt sicherlich nicht an. Ich save mal nochmal. Vergiss es. Vergiss es. Ah, hier geht's nicht weiter, okay. Weil dafür habe ich wirklich nicht genügend Tränke und Gegengift, als dass ich mich mit jedem Mist hier anlegen könnte. Mit ihr hier vielleicht nochmal, ja. Dann können wir bei ihr hier auf einen Giftzahn hoffen. Giftbiss? Bin vergiftet? Was okay wäre, wenn ich jetzt... Wir probieren es nochmal. So kann man das Spiel nämlich auch spielen. Greift die jetzt leider beim dritten Mal an. Mit ihrem Gift. Schlangenhaut. Ist nicht das, was ich suchte, aber... I mean, vielleicht nimmt man es. Oder auch nicht. Wir schauen mal hier hoch. Vielleicht gibt es hier nochmal Gegengift zu finden. Hä, wieso sollte ich hier runter, wenn hier nichts ist? Okay, dann halt nicht. Okay, hier könnte was sein. Weil er geht so weit runter. Nee. Dann halt nicht. Dann halt nicht. Aber du könntest wieder eine einzelne Schlange sein, komm. Als ob es geahnt hätte. Hätte Fahrradkette. Das andere wäre sicher wieder eine doppelte oder dreifache gewesen. Giftzahn, sehr schön. Genau das, was ich brauche. Jetzt habe ich zwei Giftzähne, mir fehlt noch eine Krötenwarze und dann halt die anderen Viechers. Komm ich hier eben zu der Kiste, die ich von drüben gesehen habe. 400 Gold. Okay.
Cool, dann können wir uns auf den Rückweg machen. Versuchen dabei keine Kröten anzuquaken, weil dann da hätten wir nichts zu lachen. Du wärst eine Doppelte gewesen, bin ich mir ziemlich sicher. Wir testen es mal. Weil fliegen kann ich ja scheinbar auch nicht, das wäre ja auch noch was. Oh ne, wäre sogar eine Einzelne gewesen, aber fliegen geht sicher wieder schief. Oh ne. Okay. Ich konnte gerade irgendwie nicht nach links laufen, warum auch immer. Also ist scheinbar einfach nur die Fluchtchance hier gerade relativ gering. Okay, du bist ein Einzelner. 77, oha. Krötenwarze, sehr schön. Genau das, was ich brauchte. Okay, da ist nochmal eine Kröte. Aufpassen. Aufpassen. Quack. 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 So. Kann ich nochmal kurz ins Badehaus? Ah, warte mal. Von links ist, glaube ich, schneller. Dim, bidi, dim. Ja, mach mal. So. Okay. Badadam. Wir saven das nochmal. So, und jetzt soll ich irgendwie in der Höhle hier... Ist das die Höhle? Und ich brauche 3 Fledermausflügel, war es, glaube ich, ne? Ich bin voll geheilt. Habe ich jetzt eigentlich Fähigkeiten? Durchschuss, glatter Durchschuss. Dum, bum, ba, dum, bam, ba, dum. Dim, dede, dim. Das ist wieder sowas, wo ich fast mit Maus lieber steuere, anstatt die ganze Zeit hoch, runter, links, rechts zu drücken. Oh Gott, okay. Keine Ahnung, ich ente mal. Wie viel machen die mir? Hoffentlich nicht allzu viel. Ich meine, mit etwas Glück... Okay, ich kann sie two-hitten, immerhin. Mit etwas Glück kriege ich ja bei denen auch dann direkt schon hier... 3 Flüge hin. Einmal entern. Man kennt es ja. Und wahrscheinlich werde ich jetzt am Ende von der Falschflüsterin gescampt. So. Noch ein Fledermausflügel. Sehr schön. Fehlt nur noch einer. Wir saven mal. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass hier auch nochmal eine Truhe sein könnte. Ah, eine Fledermaus. Oh, okay, mit der Maus. Das ist ja interessant. Ich bin die Maus automatisch umgegangen, als ich da gedrückt habe, wo sie vorher war. Also automatisch, wenn ich mit der Maus geklickt habe, um sie drum herum gelaufen. Also könnte Maussteuerung sogar zum Gegner umgehen, so ein bisschen helfen oder wie? Gerade wenn es Ecken ist. Das wäre natürlich interessant. Er hat nur A2 Flügel, oder? Der hat mir keinen gegeben. Ja, er hat mir keinen gegeben. Interessant, interessant. Bum, badadam, badadam. Okay, ich glaube, jetzt hat sie sich umgedreht. Oh shit. Das könnte ein bisschen eng werden jetzt. Mach das Vieh hier mal platt, damit du wieder Schaden bekommst. Also 8 pro Runde.
8, 16, 24. Das heißt, drei Runden müsste ich noch aushalten können. Das heißt, ich müsste es eigentlich schaffen, wenn er nicht misst, hier diesen Kampf ohne Dingens durchzumachen. Ohne Heil-Item. Komm, jetzt habe ich doch wohl eine gute Flügelchance. Na also, geht doch. Da steht etwas in seltsamen Runen geschrieben. Ich kann das nicht entziffern. Dann lässt es halt bleiben. Ein Heiltrank gefunden. Schee. Wie viel macht er? 500. Okay, krass. Da kann man nicht drüber latschen. Die Fledermaus hier will ich nicht treffen. Treffen sich zwei Jäger, beide tot. Blöd gelaufen.